Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um Rückgabewerte. Rückgabewerte sind extrem cool und viele Funktionen oder eigentlich fast alle Funktionen unterstützen Rückgabewerte. Okay, was passiert jetzt bei einem Rückgabewert? Wir haben hier nicht nur irgendwelchen Code, sondern wir berechnen tatsächlich irgendwas in unserer Funktion. Das bedeutet, wir löschen erstmal den Teil hier unten. Das bedeutet, wir verändern jetzt unsere Funktion so, dass sie auch was zurückgeben kann. Das heißt, wir können hier was berechnen. Denkt an die mathematische Funktion f von x ist gleich 2 mal x. Oder wir sagen einfach hier f von 5. Oder einfach konkret f von ist gleich 2 mal 5. Das heißt, hier wird immer 10 berechnet. Und das heißt, wir müssen aber auch irgendwie diese 10 zurückgeben können, damit wir sowas hier sehen können. Und ja, sowas gibt es eigentlich in so ziemlich jeder Programmiersprache, dass man eben Ergebnisse von Funktionen zurückgibt. Das nennt sich dann, wie gesagt, Rückgabetypen. Okay, was man vorne dran deswegen ändern muss hier bei so einer Funktion ist normalerweise, also in Python natürlich nicht oder in anderen Sprachen, wo wir keine Typen haben, muss man es nicht ändern. Aber wenn wir hier irgendwelche Typen angeben wollen oder wir müssen sagen, also wir haben eine typisierte Sprache, das heißt, wir müssen sagen, was jetzt genau hier zurückgegeben werden soll. Ist es eine Zahl? Ist es eine Ganzzahl? Ist es eine Gleitkommazahl? Ist es ein String vielleicht sogar? Ist es vielleicht, keine Ahnung, irgendwas Fancyes, was ihr euch selbst geschrieben habt, wo wir dann später machen werden? Dann muss man das hier vorne angeben. So, was wir bislang gemacht haben, war immer eine Void. Also wie gesagt, das ist nur bei denen Programmiersprachen, die auch wirklich hier einen Typ brauchen. Aber ihr müsst trotzdem verstehen, was da genau intern vorgeht. Also wenn ich nichts zurückgebe, dann habe ich ein sogenanntes Void als Rückgabetyp, sprich nichts. Also Void bedeutet einfach, ich gebe nichts zurück. Während wenn ich jetzt hier eine Ganzzahl zurückgebe, dann schreibe ich hier einfach int vorne dran. Und was ich dann mache, ist zum Beispiel, ich mache sowas int red. Werden wir gleich noch sehen, warum ich die Dinger meistens red nenne. Oder Ergebnis kann man es auch natürlich nennen. Wir nennen es jetzt mal Ergebnis, das ist, glaube ich, eingängiger. Int Ergebnis ist gleich 2 mal 5. Oder auch 42 mal 1337 oder sowas. Und dann sagen wir, so, und jetzt kommt das wichtigste Schlüsselwort wahrscheinlich, das ihr jemals lernen werdet, nach if und for. Return int. Return nicht int, sondern return Ergebnis. Ergebnis. So, dieses Return-Schlüsselwort gibt euch an, dass ihr was zurückgeben wollt. Das heißt, ihr sagt hier, okay, das Ergebnis meiner Funktion ist das Ergebnis, also das hier eben. Also ich sage quasi, ich möchte mit Ergebnis weiterrechnen und nicht mit irgendwas anderem. Ich kann hier noch 50 andere Ints definieren, also zum Beispiel int foo ist gleich 42, int bar gleich 1, 2, 3, 7, und hier brauchen wir natürlich auch kein Semikolon, weil wir die ganze Zeit keine Semikolons haben. So, und ja, welches davon soll ich jetzt hier benutzen? Ich habe hier, wenn ich das einfach so wegmache, ich habe hier 3 Integer, aber ich habe hier nur einen Integer als Rückgabetyp. Wie soll ich das jetzt bitte handhaben hier? Welchen davon soll ich weiter verwenden können? Und das müsst ihr wirklich explizit angeben und Return Ergebnis schreiben. So, ganz wichtig ist trotzdem noch, wenn ich jetzt hier hingehe und Return Ergebnis mache und dann sage ich hier unten zum Beispiel noch Print fertig oder sowas, dann wird dieses fertig niemals ausgeführt. Ein Return unterbricht die Funktion komplett. Und das bedeutet, wir können danach keinen Code mehr ausführen. Das heißt, wenn ihr jemals ein Return erlebt, dann ist danach alles andere toter Code. Also wenn ihr sowas habt wie wenn ihr eben genau das hier habt, dann wird print fertig hier niemals ausgeführt. So, noch was zu Return. Return hat relativ viele Sachen, die man wirklich bedenken muss. Okay, wir wissen jetzt sicher, welches Ding wir zurückgeben wollen und wir wissen auch, wann wir es zurückgeben. Das heißt, das hier ist toter Code, ist in Ordnung. Aber wie sieht es denn mit ifs aus? Jetzt wird es ein bisschen fancier. Wenn ich sage, if, ich habe hier oben zum Beispiel noch irgendwas, ein Boolean, ABC gleich true. So, und jetzt sage ich hier, also das muss nicht immer true sein. Das kann irgendeine Berechnung sein oder sowas. Also irgendwelche, auch von Parametern oder sowas, was wir dann noch uns angucken werden. Oder irgendwelche anderen Variablen, die wir außerhalb der Funktion definiert haben, können hier benutzt werden oder sonst irgendwas. If ABC. Wenn ABC wahr ist, dann wollen wir das Ergebnis zurückgeben. Upsala. So.
Jetzt aber. Wenn ABC wahr ist, wollen wir das Ergebnis zurückgeben. Ja, das Problem ist, dieses Int hier wird nicht erfüllt. Das heißt, wir geben nicht in jedem Codepfad, nennt sich das Ganze, ein Ergebnis zurück. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, ABC auf false habe, dann wird kein Integer zurückgegeben und das wirft einen Fehler. Denn ich muss hier zwingend irgendeine Zahl zurückgeben. Und ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, denn ich muss irgendwas zurückgeben und ich muss auch in dem else-Pfad muss ich was zurückgeben, den ich ja hier immer noch habe. Das heißt, ich muss hier return, ja was jetzt eigentlich, zum Beispiel 0 machen. Also irgendwelche anderen Werte oder sowas muss ich zurückgeben. Aber ich kann nicht einfach sagen, es wird nur in einem Pfad ein Integer zurückgegeben und im anderen Pfad wird einfach nichts zurückgegeben. Ich muss immer in jedem Pfad etwas zurückgeben. Und was man stattdessen normalerweise machen sollte, denn dieses Return und Return, man sollte eigentlich nur genau einen Return haben. Und ja, man sollte hier sich überlegen, okay, was möchte ich denn zurückgeben? Und dann kann man sich solche Werte definieren, zum Beispiel eben ein int red für Return, also was ich tatsächlich zurückgeben möchte, ist gleich 0. Der ist einfach standardmäßig auf 0 gesetzt. Und jetzt haben wir immer noch das Problem, okay, es wird nur in dem, falls ABC wahr ist, wird was zurückgegeben. Das heißt, nicht jeder Pfad gibt was zurück. Und deswegen setze ich jetzt hier einfach mein Red auf Ergebnis, falls ich das nur in diesem Fall zurückgeben möchte. Und im anderen Fall möchte ich ja 0 zurückgeben. Und was ich jetzt hier unten mache, ist Return Red. Das heißt, wir laufen aber auf jeden Fall immer bis zu dem Return hier unten und geben 0 zurück, falls ABC falsch ist. Und wir geben Ergebnis zurück, falls ABC wahr ist. Und das heißt, in jedem Fall gebe ich auf jeden Fall ein Integer zurück, weil ich habe hier dieses int red auf jeden Fall definiert. Es gibt keinen Pfad, in dem ich nichts zurückgebe. Das heißt, hier müsst ihr wirklich aufpassen, falls ihr irgendwelche Verzweigungen habt, also irgendwelche Ifs, dann dürft ihr da eigentlich kein Return verwenden oder müsst das Ganze so machen, dass ihr in jedem Pfad von den Ifs, also auch im Else-Pfad, müsst ihr ein Return drin haben. Diese zwei Möglichkeiten gibt es, wie gesagt, schönerer Stil ist es, wenn ihr hier unten Return und dann das Ergebnis zurückgebt. Okay, so viel zu Rückgabewerten und ja, wie verwende ich jetzt die weiter? Müssen wir ja auch noch irgendwie machen. Okay, wie mache ich das? Naja, wir müssen einfach sagen, ich möchte jetzt in einer Variablen, zum Beispiel int meine var ist gleich. So, und jetzt wird spaßig. Einfach fu. Bam, fertig. Das heißt, ich speichere das Ergebnis, was aus meiner fu-Berechnung, das war ja einfach unser Funktionsaufruf, einfach nur fu. Und jetzt sage ich hier, das Ergebnis, was dabei zurückkommt, das speichere ich in meiner Variablen Integer. Wichtig ist nicht, dass die beiden hier gleich heißen oder sowas. Die Namen sind absolut scheißegal hier. Aber wichtig ist, dass die denselben Typen haben. Das heißt hier, meine var muss denselben Typ haben, also int, wie auch die Funktion als Rückgabetyp hat. Also hier muss auch ein int zurückkommen. Das ist ganz wichtig, dass das hier dasselbe ist. Sonst kann ich das nicht speichern und dann kriege ich hier einen Fehler. Auch wichtig ist natürlich, dass hier der Rückgabetyp von red auch int ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen float hätte, würde es einen Fehler geben. Wenn ich hier einen Float hätte, würde es einen Fehler geben. Und wenn ich hier unten einen Float hätte, also wenn eins davon ein Float ist, dann habe ich überall schon gleich einen Fehler. Das heißt, mein Skript läuft nicht. Also immer schön vorsichtig sein hier. Okay, das heißt einfach das, was hier bei der Berechnung zurückkommt, also 0, falls ABC falsch ist, und 42 mal 1337, falls ABC wahr ist, das kommt hierbei raus, also quasi als Ergebnis davon. Und das speichere ich jetzt in meine Variable, meine var ein. Und kann dann eben hier unten irgendwas damit machen, also zum Beispiel print meine var oder so. Kann ich machen, was ich möchte, ich kann damit auch weiterrechnen. Ich kann es auch mal 2 nehmen und dann ausgeben oder sowas. Geht alles, alles kein Problem. Okay, das ist so die Idee hinter Rückgabetypen. Nächstes Mal gibt es Parameter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar oder teilt, abonniert und sonst irgendwas. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.